Moin Leute, wie ihr seht, geht es heute wieder um die Stihl MS-180C im zweiten Teil. Wir werden die Säge heute aufbauen und testen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich, Leute. Ja Leute, nochmal herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stihl MS-180C. Ja, ihr seht, es gibt jetzt doch den zweiten Teil. Ne? Ich habe mit dem Besitzer gesprochen und für ihn wäre jetzt der Aufwand zu hoch gewesen, also wäre ihm zu teuer geworden. Und kurzerhand haben wir uns über einen Preis geeinigt und ich habe die Säge jetzt einfach gekauft. Und ich habe mich natürlich dazu entschlossen, die Säge zu regenerieren. Ja, und ihr seht, ich habe jetzt hier schon eine neue Kurbelwelle liegen. Hier ist die alte Kurbelwelle. Und ich hatte ja, oder ich bin ja davon ausgegangen, ne, wer jetzt den ersten Teil gesehen hat, sag ich mal, ich bin ja davon ausgegangen, dass hier so ein Kolbenclip diesen Kurbelwellenschaden verursacht hat. Mir wurde, oder zu dem Video wurde ein Kommentar geschrieben, in dem drin steht, dass bei der Stihl MS-180 auch Kolben verbaut wurden, die wirklich nur eine Seite einen Kolbenclip haben. Ne, ich hatte sowas vorher noch nie gesehen und ich wusste das auch nicht. Ne, ich habe jetzt hier schon mal den Kolben verbaut, ne, und ihr seht, ich habe jetzt auf der Seite den Clip eingesetzt und andere Seite ist wirklich kein Clip drin. Ne, da ist einfach nur ein Anschlag. Und wie gesagt, ich habe es nicht gewusst. Ja, vielen Dank für das Kommentar. Und ja, von daher lag es jetzt wirklich nicht an diesem verloren gegangenen Clip im Motor. Das, die Kurbelwelle, sag ich mal, ihr seht, Pleuel unten ist fest. Ne? Das unten im Pleuellager, sag ich mal, defekt ist. Das lag jetzt wirklich denn unten am Pleuel direkt. Ne? Vielleicht irgendeine Schwäche im Material oder wer weiß. Ne? Jedenfalls die Kurbelwelle ist breit. Ne? Genauso wie die Lager, die waren hin. Ja, was habe ich bis jetzt gemacht? Also ich habe die Säge komplett gereinigt. Ja, ihr seht, der Teil ist wieder akkurat sauber. Die war wirklich total verkeimt. Ne, das war so ein harziges Zeug drauf gewesen. Das habe ich gerade so abbekommen. Aber jetzt sieht die Säge soweit ganz gut aus. Na, die Leute, die mir auf Instagram folgen, ich habe es ja hier mal gepostet mit diesem Kettenraddeckel, wie der vorher nachher aussah. Also das ist schon echt krass. Ich versuche euch mal nachher nochmal zum Ende ein Bild einzublenden, wie die Säge vorher aussah und nachher. Ja, was habe ich noch gemacht? Wie gesagt, ich habe hier eine Kurbelwelle. Die Kurbelwelle ist natürlich aus dem Nachbau. Alles andere würde sich jetzt nicht lohnen. Wenn ich jetzt eine originale Kurbelwelle gekauft hätte, dann wäre das total unrentabel. Neue Lager habe ich verbaut. Von SKF. Ne, die habe ich immer liegen. Und neue Wellen nicht dringend. Ne, und den Clip habe ich jetzt schon mal hier. Beziehungsweise den Sprengring habe ich jetzt schon mal aufgesetzt. Ne, das ist immer wichtig. Den mache ich immer vorher, weil nachher kommt man echt beschissen ran. Ich hatte ja gesagt, ich will den Kolben ersetzen. Ich habe jetzt den alten, oder ich habe mich dafür entschieden, den alten Kolben jetzt nochmal zu nehmen. Also den werden wir auf jeden Fall wieder verbauen, ne? Genauso wie den Zylinder hier. Ich habe hier auch schon alles vorbereitet, einmal geplant und sauber gemacht. Jetzt werde ich den einmal auspusten, ne? Hier sind noch ein paar Rückstände vom Saubermachen. Ja, und dann kann es schon losgehen, ne? Wir werden jetzt erstmal gleich den Motor verbauen, neu abdichten und dann bauen wir Stück für Stück den Rest zusammen. Und dann werden wir die Säge im Anschluss testen. Also, auf geht's. So, Leute. So, ich habe jetzt schon mal die Wanne unten mit Dichtmasse versehen. Ne, genauso wie die Sitze von den Wellen, die ich dringe. Ne, die benetze ich immer leicht mit Dichtmasse. Ne, nur auf Nummer sicher zu gehen. Des Weiteren habe ich jetzt schon mal die Lauffläche vom Zylinder. Ne, habe ich schon mal mit Zweitakt Motorenöl benetzt. Und wenn ich jetzt die neue Pleuel einsetze, ne? Niemals trocken. Ne? Ich habe hier jetzt unten an der unteren Pleuel noch etwas Öl rangemacht und hier oben natürlich, ne? An der oberen Pleuel. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Öl auf den Kolben schmieren, sag ich mal. Und dann müssen wir die Kolbenringe ausrichten und dann können wir den Motor bzw. den Kolben im Zylinder setzen. So. Dann schmieren wir immer hier rum. So, die Kolbenringe immer durchdrehen, dass überall was rankommt. So, dann richten wir die Kolbenringe aus. Ne? Ihr habt ja hier immer diese Stifte drin, ja, wo die Kolbenringe zusammenstoßen. Genau. So, dann nehmen wir uns den Zylinder hier. Ja, wichtig wieder Auslassseite. Ne? Hier ist die Auslassseite. Und zur Auslassseite, ne, muss auch immer der Pfeil zeigen. Dann nehme ich mir einfach den Kolben, den Zylinder, und setze ihn so vorsichtig hier rein. Immer mit ein bisschen drehen und wackeln und
ganz vorsichtig, ne? Nicht, dass euch die Kolbenringe dabei abbrechen. Jetzt rutscht er durch, dann setze ich die Kurbelwelle hier vorsichtig ein. So, wellendicht dringend ein Stück zurückziehen. So, dann. Müsste das eigentlich passen. Jawohl. Das sieht gut aus. So, im nächsten Schritt kommt dann die Wanne. Na, bevor ich die Wanne aufsetze, drehe ich den Motor noch durch, ob alles soweit läuft. Das sieht gut aus. Wichtig dabei, na, ihr habt ja an der Wanne, sag ich mal, die Aussparung für die Ölpumpe. Na, und die Aussparung für die Ölpumpe zeigt immer in Richtung der Langseite von der Kurbelwelle, ne? Also in Richtung Kupplung. Ne, da müsst ihr darauf achten, sag ich mal, wenn ihr die festschraubt, dass ihr die richtig rum aufsetzt. So, und dann können wir die einfach so einmal draufsetzen hier. Moment. So. Genau. Und wenn wir das getan haben, nehme ich mir jetzt nochmal einen Schraubendreher und drücke die Wellendichtringe noch einmal hinten bis gegen. So. Ne, weil jetzt sind die noch nicht ganz gegen. Wir wollen ja, sag mal, dass der Motor auch dicht ist. Jawohl, andere Seite. So. So, dann können wir den jetzt mit den vier Schrauben befestigen. So, die Schrauben sind jetzt nur handfest, ne? Und dann zieht die jetzt nochmal über Kreuz einmal richtig stramm. So, dann nehme ich mir einmal das Polrad hier, ne? Und drehe den Motor einmal durch, ob alles safe ist. Und ja, also fühlt sich super an, dreht komplett durch. Wunderbar. Gut. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon den Ansaugstutzen hier raufgesetzt, weil ich werde jetzt den Zylinder mit Ansaugstutzen einsetzen. Und dann werde versuchen, den Ansaugstutzen gleich hier einmal durchzuziehen. Ich habe es sonst immer hinterher gemacht. Ich versuche jetzt einfach mal so, mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt haben wir hier unser gereinigtes Gehäuse. Und jetzt versuchen wir mal, den Motor hier einzusetzen. Dann auch wieder so von der Seite rein. So. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir den Ansaugstutzen hier irgendwie mit reinkriegen. Mal schauen. So. Jetzt seht ihr, jetzt guckt er hier schon durch. Durchzuziehen. Was in der Regel eigentlich auch immer gut klappt. Na komm. Jawohl. So. Zack. Motor sitzt. Ne? So muss das dann aussehen. Ich suche jetzt noch die Schrauben raus. Na, und dann wird das hier unten an den vier Punkten befestigt und dann sind wir damit durch. Oh, die vier Schrauben sind jetzt handfest, ne? Und ich ziehe die jetzt noch mal über Kreuz alle richtig nach. Der Motor soll ja auch vernünftig sitzen. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen jetzt mal weiter mit der Kupplung und so. Na, dann fangen wir als erstes mit dem Ölpumpenantrieb an, ne? Da, wie gesagt, immer einmal darauf achten, einmal durchdrehen, gucken, ob die Ölpumpe mit sich mitdreht. Ja, was jetzt hier der Fall ist, wunderbar. Na, dann kommt hier diese Abdeckscheibe. Und so rum. So, dann die Kupplung. Kupplung wieder Linksgewinde, ne? Also linksrum festschrauben. So, dann brauchen wir wieder einen Schlagschrauber einmal. So, 19er Nuss. Jawohl. Dann kommt das Nadellager vom Kettenrad. Da machen wir wieder einen Tropfen Öl drauf. Jawohl. Na, also wenn ihr das draußen habt, immer einen Tropfen Öl mit drauf. So, und dann müssen wir jetzt hier wieder gucken beim Kettenrad, na, dass wir mit der Nut auch im Ölpumpenantrieb reinkommen.
Jawohl. Setzt. Dann drehe ich das immer noch einmal durch, gucke, ob alles frei dreht. Das sieht gut aus. So, Scheibe rauf. Sprengring rauf. Oh. So, top. Das war's. So, weiter geht's mit der Zündung und Polrad. Ne, auch die Zündung, seht ihr, die ist wieder wie neu. Ne, das war ja alles total verharzt. Wichtig bei der Zündung, ne, ihr müsst zwischen Zündung und Zylinder dieses Teil einmal schrauben. Ne, das kommt hier so hinter. Und ja, ich schraube das mal einmal fest hier. Ne, befestigt wird die Zündung hier an den beiden Schrauben. Ist ja logisch. So, Zündung sitzt. Ne, wichtig dabei, dass ihr oben das Massekabel anklemmt. Ne, hier kommt der Kabelschuh drauf. Und ihr habt natürlich wieder Langloch zum Einstellen. Ne, ich habe jetzt die Zündung ganz nach oben gedrückt. Habe die erstmal mit einer fixiert. Ne, wir müssen jetzt die Zündung noch einstellen. Und dazu brauchen wir jetzt aber als nächstes erstmal das Polrad. Ne? Ihr seht auch das Polrad, ne? Sieht aus wie neu. Richtig geil sauber geworden alles. So, das setzen wir hier rauf. Ne? Das passt natürlich wieder nur auf eine Stellung. So, dann brauchen wir die Mutter und Schlagschraube. So, hier haben wir die Mutter. Die setze ich einmal an. So, so Schlagschrauber, 13er Nuss. So, und hier haben wir jetzt ganz normal Rechtsgewinde. Jawohl. So, dann brauchen wir jetzt wieder ein Stück Pappe. So, ich habe jetzt hier wieder ein ganz einfaches Stück von der Visitenkarte. Na, und die müssen wir jetzt wieder zwischen Polrad und Zündung setzen. So, dann drehen wir uns jetzt, sag ich mal, hier oben, wo der Magnet ist. Den drehen wir uns genau über die Zündung. So, und dann lösen wir unsere Schraube hier oben wieder. Und dann zieht sich die Zündung automatisch. Ne, dann zieht sich die Zündung automatisch ans Polrad. Ne? Dreht das dann noch so ein, zwei Mal hin und her. Ne, und dann schraube ich die Zündung wieder fest. So. So, und dann nehme ich hier meine Stück Pappe wieder raus, ne, und dann habe ich den optimalen optimalen Abstand zwischen Polrad und der Zündung hergestellt, ne. Und zur Sicherheit drehe ich immer noch ein, zwei Mal durch den Motor, ja, um sicherzustellen, dass er wirklich nicht irgendwo anhackt. Aber das sieht gut aus. So, dann können wir jetzt auch schon einmal den Zündfunken testen. So, da brauchen wir jetzt wieder den Akkuschrauber. 13er Nuss und dann müssen wir links rum am Polrad drehen hier. Ne? Zündkerze halte ich mal hier oben drauf. Ihr seht, wir haben Funken auf jeden Fall. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber mal gucken, wenn wir die Zündkerze noch tauschen, aber auf jeden Fall haben wir einen Funken. Ne? Tipptopp. So, als nächstes werden wir hier mal unseren Griff verbauen. Den setzen wir jetzt einfach einmal so. Und dann müsst ihr halt gucken, hier Gasgestänge schon mal hier oben reinhängen. So, so. Und dann fange ich meistens hier oben an. Und den hier unten, den machen wir zum Schluss. Moment. So soll das dann aussehen. So, dann machen wir hier oben weiter. So. Moment. So sieht's dann aus, ne? Die zwei sitzen. So, dann haben wir jetzt den hier unten noch. Eigentlich ist der hin, aber ich werde den jetzt erstmal verbauen, weil ich keinen anderen da habe. Den drücken wir hier so rein. Dann schiebe ich hier mit dem Schraubenzieher ein bisschen nach. Ne, kleiner Tipp. Wenn ihr die trocken einbaut, ne, macht da immer einen Tropfen Öl ran oder so. Dann rutschen die dreimal besser rein. So, dann drücken wir einfach hier. Ja, so sollte das dann aussehen. Ja, dann haben wir den Griff schon befestigt. Ja, gut. So, wir werden jetzt den Auspuff noch schnell verbauen. Na, jetzt kommen wir hier gut ran. So, Auspuff passt, ne? Da braucht ihr ja bloß die Bolzen. Dann haben wir hier noch dieses Hitzeschutzblech, Auspuff rauf, vorne die Kappe oder die Abdeckung nicht vergessen.
Und dann die Muttern anziehen und dann war es das schon gewesen. Ne? Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe jetzt hier die drei Kunststoffhülsen noch vergessen. Ne? Die kommen jetzt noch einmal hier, hier und hier unten einmal rein. Ne? Die braucht er bloß reindrücken. Auch da empfiehlt es sich, sag ich mal, einen Tropfen Öl dran zu machen. Dann gehen die auf jeden Fall leichter rein. So, gut. So, als nächstes werden wir noch den Starter verbauen. Ne? Auch der Starter ist mega geil sauber geworden. Also bin ich echt top zufrieden. Müssen wir natürlich als erstes erstmal die beiden Deckel wieder entfernen. Ne? Dazu lege ich die Säge so auf die Seite. Weil in dem Fall ist es jetzt egal, jetzt habe ich keine Flüssigkeit drin. Aber sonst, ne, das leuchtet euch die ganze Plöre aus. So, die Deckel sind raus. Ne? Und dann können wir den Starter hier einfach so einmal rüberlegen. Zack. Ne, dann wird er hier an den 1, 2 hier oben der Bügel noch rüber. 3, 4 Schrauben befestigt, Decke wieder drauf, fertig. So Leute, im nächsten Schritt kommt jetzt der Vergaser rein. Ganz wichtig dabei, dass ihr diesen Plastering wieder einsetzt. Ne? Der gehört hier in diesen Ansaugstutzen mit rein. Ne, das ist wirklich wichtig. So. Zum Thema Vergaser. Den Vergaser habe ich einmal Ultraschall gereinigt. Und habe das Pumpenmembran hier oben ausgetauscht, weil das war komplett hart, das hat sich gar nicht mehr gerührt. Und ich hoffe mal, dass der Vergaser jetzt funktioniert. Ich weiß es ja nicht, ob die Säge vorher lief. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, dann kann der Vergaser hier rauf. Zack, Spritschlauch hier wieder rauf. Spritschlauch habe ich gescheckt, der ist okay. Den können wir wieder verwenden. So. So, als nächstes können wir hier Gasgestänge einhängen. Ne, da schiebe ich einfach den Gashebel hier nach vorne und dann kann ich den einhängen. Ja, und dann funktioniert das schon. Ne? Mehr ist das gar nicht. So, als nächstes brauchen wir jetzt erstmal die Schaltwelle. Die Schaltwelle, ganz easy, kommt jetzt erst der Kontakt rein zum Totschalten. Ne, da zieht ihr einfach die Hülse hier so rein. Bis Anschlag. Ja, und dann können wir hier, seht ihr das? Dann nehmen wir die Schaltwelle, stecken die hier hinten einmal rein. Ja, und dann müssen wir den hier unter der Feder noch haken. Und dann können wir den hier vorne einfach einklicken. Zack. Ja, dann kommt das Kabel hier. Sieht man. Ja, dann kommt das Kabel hier noch reingedrückt. Und dann kommt das Schaukelstängel noch rein. Ja, das kommt einfach hier unten in die Schaltwelle, das ist eine Öffnung. Da steckt ihr das einfach mit rein. Klappt den Schok einmal mit der Hand hoch und dann könnt ihr den hier so easy peasy einsetzen. So. Genau. Die ganze Sache einmal zu testen, schalten wir die Säge einmal im Schok. Ja, und ihr seht, die Klappe schließt. Wunderbar. Ja Leute, jetzt fehlt bloß noch für den Luftfilter hier das Gehäuse. Ne, das setzt ihr einfach hier drauf und wird dann mit zwei, ja, hier, wird dann hier befestigt. Einmal hier und einmal dahinter noch. Und dann haben wir es schon soweit. So, die beiden Muttern habe ich festgezogen. Jetzt fehlt noch der Luftfilter, den habe ich einmal ausgepustet. Ist jetzt nicht mehr der beste, aber sollte brauchbar sein. So, dann haben wir hier jetzt noch die Haube. Die ist auch richtig geil sauber geworden. Das setzen wir noch einmal rauf hier. Oh, tipptopp. Was wir noch nicht gemacht haben, den Starter getestet. Oha. Jawohl. Starter haut hin. Wunderbar. Ja, jetzt fehlt eigentlich bloß noch der Starter einmal. Den werden wir noch einmal raufsetzen. So Leute, das war's. Die Säge ist fertig. Ich werde die Betriebsstoffe einmal auffüllen. Ne, Öl und Benzin. Und dann checken wir erstmal, ob Öl kommt. Ob die Säge überhaupt läuft natürlich. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Testschnitte. Also Leute, auf geht's. With the
Ja, Leute, ihr seht, die Säge läuft echt top. Kettenöl kommt auch. Ich würde sagen, dieses Projekt ist gelungen. Ne, ich lasse die Säge jetzt noch ein bisschen laufen. Ja, und ja. Also die Säge fühlt sich, wie gesagt, top an. Und ja, das sollte noch gewesen sein zu der Stihl MS-180C. Und ich danke euch für die Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.